Wir feiern heute mit den Menschen, die sich schon seit Monaten, seit Jahren für die Arbeit mit geflüchteten Menschen einsetzen. Und mit dieser Feier möchten wir Danke sagen. Danke kann man auf vielfältige Art und Weise sagen. Wir haben uns überlegt, wir möchten Sie ganz unterschiedlich ansprechen. Es gibt einen Unterhaltungsteil mit viel Musik, mit Theater. Es gibt einen Bereich, wo es um den Austausch geht. Murmelgruppen, Weltcafé-artig sollen die Menschen und können die Menschen heute in den Austausch kommen, über ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen sprechen. Und wir haben einen Bereich, wo es um sehr konkrete Informationen geht. Die Arbeit der Härtefallkommission beispielsweise, den Familiennachzug oder auch die Selbstfürsorge für Ehrenamtliche. Ich bin jetzt gerade aus einem Workshop rausgekommen, der war sehr interessant. Der Kontakt hier, man trifft wieder einige bekannte Gesichter, man trifft neue Gesichter, die Themen sind interessant und ich werde einiges mitnehmen. Hier ist nun extra der Ministerpräsident und unser Bischof. Sie sind persönlich hierher gekommen und das tut schon gut, das noch einmal so gesagt zu bekommen. Ich bin als Superintendent begeistert, wie viele Gemeindeglieder sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren und als Paten zum Beispiel bei Täuflingen oder Flüchtlinge begleiten auf die Ämter oder Begegnungscafés gestalten. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich habe ja in den letzten Jahren sehr viele Initiativen kennengelernt, die es bei uns in der Kirche in jeder Gemeinde gibt, in deren Bereich Flüchtlinge untergebracht sind. Ich habe gemerkt, wie viel Engagement dort ist, auch wie viel Kraft und Zeit die Ehrenamtlichen investieren. Und deswegen heute ein Danketag, der erste von dreien, die wir insgesamt durchführen werden. Ich finde es ganz toll, dass die Veranstaltung hier stattfindet, dass wir den Menschen danken, die sich für Flüchtlinge engagieren. Und ich bin auch sehr froh und stolz, dass meine Kirche mit zu den ersten gezählt hat, ja schon seit vielen Jahren, die sich für andere Menschen engagieren, die sich auch für Flüchtlinge engagieren. Und dieses Zugewandte, dem Nächsten Zugewandte, diese Mitmenschlichkeit, die da gelebt worden ist. Und das zu tun, was eine Verwaltung nicht tun kann, nämlich die Menschen auch mal in den Arm zu nehmen, ihnen das Gefühl zu geben, angekommen zu sein, ihnen damit auch die Ängste zu nehmen.